Moin liebe Trickster und willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe ja letztens ein Video über die FISM-Weltmeisterschaften der Magie gemacht, Infokarte da oben, wo ich mir Zaubertricks der besten Zauberer der ganzen Welt 2018 angeschaut habe. Nein. Impossible. Viele von euch haben sich mehr davon gewünscht, deshalb dachte ich mir, schauen wir uns jetzt ein bisschen genauer einen ganz besonderen Bereich der Magie an, nämlich Kartenmanipulation. Oder auch generell den Bereich Manipulation. Dinge herzaubern, verschwinden lassen, verändern und so weiter. Ich muss ganz ehrlich sagen, genau das ist der Bereich Magie, der mich als Kind berührt hat, der mich als Kind dazu inspiriert hat, später Zauberer zu werden. Diese ganzen großen Bühnenshows von David Copperfield damals beispielsweise, er geht in eine Kiste rein, kommt aus einer anderen Kiste raus und so weiter, das war alles schön und gut, aber es schien für mich immer, ja, irgendwo eine Falltür, versteckter Doppelboden, bla. Aber Manipulation ist einfach rohe Magie, rohes Sleight of Hand. Es ist einfach unmöglich. Ich habe mich selbst eine lange Zeit lang mit Manipulation befasst, habe festgestellt, es ist nicht mein Bereich. Wir schauen uns jetzt einfach mal ein paar Videos an. Ich vermute, ich kenne eigentlich all diese Produktionsmethoden und generell Manipulationsmethoden, aber es ist trotzdem einfach ein Augenschmaus für mich, wirklich. Naja, als erstes habe ich mir direkt mein Lieblingsvideo rausgesucht. Das kenne ich auch schon, das sage ich vorweg. Das schaue ich mit euch jetzt nicht zum ersten Mal. Das Ganze ist nämlich der Auftritt von Yu Hoyin bei der FISM-Weltmeisterschaft 2012. Ist also schon 6 Jahre her, aber es bleibt nach wie vor mein absolutes Lieblings-Magie-Video, wirklich. Kein anderes Video auf dieser Welt bewegt mich so sehr wie dieses hier. Kurze Info dazu, ich blende andere Musik ein, weil ich weiß, die Musik, die hier im Original eingespielt wird, ist Copyright geschützt. Ich verlinke euch aber die Videos, auf die ich reagiere, in der Videobeschreibung. Achtet mal einfach auf die Ästhetik dabei. Achtet mal weniger auf sowas wie, oh, wie macht er das jetzt? Achtet darauf, wie präsentiert er es? Achtet auf die Ästhetik. Das Ganze ist ein Drama, ja? Eine Show. So sollte Zauberkunst sein. Ein Drama, ein Theaterstück. Und dieser schöne Card-Twirl einfach. Und wenn ihr wüsstet, was für eine schöne Klaviermusik hier gespielt wird. Und das sind jetzt genau die Dinge, die mich an der Manipulation so faszinieren. Es ist weniger die Sleight of Hand bei den Verwandlungen, Produktionen, Vanishes und so weiter. Was für mich immer die größte Schwierigkeit war und einfach das Allerfaszinierendste ist, ist das Laden. Die Magier von euch wissen, was ich meine mit Laden. Und das ist einfach unglaublich. Sorry, ich will das jetzt ja auch gar nicht irgendwie... So wie ich das sonst mache, so auf witzig schneiden dann auch nachher im Schnitt. Weil ich das einfach ästhetisch finde. Das ist für mich Kunst, Leute. Das ist für mich wahre Kunst, wirklich. Wie auch Schauspieler dabei. Wunderschön. Wie laden Manipulateure? Wann machen sie das? Guckt einfach, wie leer seine Hände aussehen. Wie leer sehen diese Hände aus? Ja gut, jetzt sind sie auch leer, aber nichtsdestotrotz. Bin ich dumm? Okay, das hat mich jetzt schon wieder gefoolt. Also, ich sag ja, das, was mich so fasziniert an Manipulation, ist das Laden. Wo nehmen sie die ganzen Karten her? Also, jetzt mal auch Klartext für die Nicht-Magier, die nicht wissen, was gemeint ist. Wo nehmen sie die Karten her? Es ist mir klar, wo sie die hernehmen, aber es ist trotzdem so faszinierend. Und hier ist es eben nicht der Fall, oh, man guckt auf die falsche Hand, Misdirection, bla bla. Du kannst sogar auf die arbeitende Hand gucken. Mein Lieblingsmoment. Da ist auch wirklich keine Musik gerade. Die Musik ist komplett weg, der Fokus ist nur beim Trick.
nervt dich einfach. Ach, so eine schöne Production. Boah, wirklich, das ist einfach Killer. Das ist einfach Killer. Genau so ein Gesicht mache ich auch gerade. So fühle ich mich gerade. Junge, wo nimmst du die ganzen Karten her? Wo kommen die alle her? Was ich mich einfach frage ist, er lädt nicht nach, produziert 10 Karten, lässt sie fallen, produziert wieder, kontrolliert 10 Karten. Wie? Wie soll das gehen einfach? Boah, es ist zu schön für diese Welt. Wann ist das jetzt passiert? Beide Seiten blank. Wirklich, Leute, jetzt ohne Flachs, ein Kunstwerk. Das, was ihr gerade gesehen habt, das ist einfach nur ein Kunstwerk. Mehr ist das nicht. Ich bin so fasziniert davon. Wisst ihr, ohne Witz, wir brauchen eigentlich gar kein weiteres Video mehr gucken. Das war Manipulation zusammengefasst. Einfach wunderschön. Dementsprechend natürlich völlig verdient. Der Sieg ist Grand Prix für Bühnenmagie bei der Filsen-Weltmeisterschaft 2012. Einfach ein kranker Typ, wirklich. Ihr habt jetzt diesen Stil gerade gesehen. Ich zeige euch im Vergleich dazu jetzt einfach mal einen völlig anderen Stil. Auch Kartenmanipulation. Wir gucken gleich andere Manipulation, aber dass ihr einfach mal seht, was es da für ein Spektrum gibt. Sorry, die Qualität der Videos ist nicht immer so gut, weil die halt teilweise auch älter sind. Jetzt seht ihr hier einen völlig anderen Stil. Ganz andere Ästhetik. Er nimmt auch ganz andere Musik. Ich lege wieder andere Musik drunter, die aber ähnlich zu der Musik ist, die er benutzt hat. Auch das Video in der Videobeschreibung verlinkt. Das ist jetzt hier nämlich der FISM Asia Cup 2017. Er ist, finde ich, nur Weltmeisterschaften statt, sondern halt auch kontinentweise. Und das ist jetzt hier der Asien-Gewinner 2017. Let's go. Jetzt achtet mal drauf, ganz anderer Stil. Oh, die Musik ist so cool, ey. Wisst ihr, das frage ich mich, wenn ich so eine Production mache, wie kann ich kontrolliert Stapel produzieren? Ich kann ja eine Karte nach der anderen produzieren, aber doch nicht stapelweise. Incredible. Leere Hände und bam. Wie leer die Hände bei dieser Production aussehen, das ist unglaublich. Alter. Ohne Witz, pamiert mal ein ganzes Kartendeck und twirlt dann noch so die Karten rum, ey. Seht ihr, das meine ich, er produziert halt stapelweise und das flasht mich einfach komplett, diese Sleight of Hand einfach. Viel zu geskillt, Mann. Roses are red, violets are blue, there's always an Asian who's better than you. Ein bisschen was von all dem habe ich auch erklärt. So die absoluten Basics, da habe ich Videos zugemacht, Infokarte da oben. Überschreitet mein Skill-Level. Boah, Digga, entspann dich doch mal jetzt. Das überschreitet mein Skill-Level einfach um Längen. Ey, wie schnell ist der Dude, Mann? Wo hat der denn überall Karten? Ist interessant, wie er sich bewegt. Ja, der hat so einen Ninja-Style irgendwie. Oh, oh. Bam, bam. Incredible. Ja, das war Anhalim. Ebenfalls mit Kartenmanipulation. Aber wie wäre es, wenn wir uns jetzt einfach mal Nicht-Kartenmanipulation angucken? Habt ihr denn schon mal was von CD-Manipulation gehört? Ja, man kann auch CDs manipulieren. Das ist jetzt hier ebenfalls FISM Asia, aber 2014, glaube ich. Hier steht leider nicht der Name des Zauberers und die Kommentare sind alle... Was? Ich verlinke euch das Video in der Beschreibung. Aber wir gucken uns einfach mal ein bisschen CD-Manipulation an. Seol Hui Han. Alles klar. Und weg ist er.
Und da ist er wieder. Das ist alles nur das Warm-up bisher, Freunde. Pass auf. Alter, wie kann man so clean so eine riesige CD... Alter. Wisst ihr, Karten, okay, die sind erstens biegsam und zweitens sind die so groß wie eine Hand. Aber CDs sind ja viel größer und unangenehmer. Hä? Wo kommen die denn jetzt alle her? Hä? Hä? Wo nimmt ihr die ganzen CDs her? Aber der hat auch voll den coolen Style, das gefällt mir. Es ist ein bisschen sehr hektisch. Also, ich finde manchmal weniger ist mehr in solchen Fällen, ja? Weil... Ich meine, klar, der Skill ist dadurch natürlich ultra krass, aber wenn du es langsamer schaffst, aber trotzdem schaffst zu foolen halt, dann ist es sehr viel cleaner. Wisst ihr, was ich meine? Eine Karte langsam verschwinden lassen, wusch, und trotzdem zu foolen, ist halt eindrucksvoll, als sie... Und sie ist weg, wisst ihr, was ich meine? So, jetzt bin ich gespannt, was jetzt passiert. Oh. Oh. Ey, dann auch wirklich den Mumm zu haben und... Da fällt sie runter. Mit Ehre genommen, sehr schön. Ey, den Mumm zu haben und die Hand, die pamiert... einfach vorne zu halten, ey, wirklich. Ich nehme die Hand, in der ich irgendwas pamiere, immer runter, wisst ihr? Und er hält die einem einfach in die Fresse. Hä? Aber jetzt ist er ein bisschen nervös, weil er die CD fallen lassen hat. Ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Digga, wie schnell der einfach ist. Hat er gerade eine CD gebackpumpt? Was? Das sieht man doch auch. Digga, wie pamiert man denn bitte eine CD? Das geht doch nicht. Das geht doch nicht. Weißt du, und die Hand, die hält er dann einfach vorne. Hä, willst du mich verkackeiern? Er hält sie ja noch so an den Spitzen, so. Okay, ich geb's auf. Zu viel Skill einfach. Viel zu viel Skill. Probiert's mal selbst. Nehmt mal eine CD in der Hand und versucht damit Manipulation zu machen. Ultra krank einfach. Wir gucken gleich mal noch bei meinem guten Kumpel Dani Hetter rein. Der macht ja auch richtig kranke Manipulation. Der hat ja sogar einen YouTube-Channel, der sich komplett damit befasst eigentlich. Wir gucken gleich mal. Oh. Alter. Jetzt wird's heftig, Mann. Hä? Von wo kommt der denn her? Von wo kommt der denn her? Warum hat das Ding die Farbe geändert? Hä? Was war das denn? Dieser kleine Moment gerade, vom Ball zur CD und wieder zurück. Das war der Killer-Moment. Ich trau mich gar nicht, so wegzugucken oder zu blinzeln oder so. Weil ich Angst habe, was zu verpassen hier. Okay, das war erst die Hälfte des Acts. Das Ganze geht noch für Minuten. Das gucken wir uns jetzt mal nicht komplett an. Komm, zum Abschluss schauen wir noch mal bei Daniel Hetter vorbei. Guter Kumpel von mir. Oh, da bin ja direkt ich. Oder bin ich auch? Gucken wir einfach mal auf seinem Channel vorbei. Lange hat er nichts mehr hochgeladen. Ein Video vor einem Monat und dann erst vor 8 Monaten. Digga. Was der Daniel unschlagbar gut kann, ist Ballmanipulation. Das kann er wirklich ultra gut. Schaut euch das mal an. Blatt Papier. Feuerzeug. Eine Ball. Alter, alleine das, Mann. Richtig heftig. Digga. Ultra gut, Mann. Ja, Mann. Sick, Alter.
sehr schön. Echt coole Ideen dabei, wirklich. Yes, sehr cool. Achtung. Hä? Von wo kam die denn jetzt her? Krass, Mann. Wirklich gut, Mann. Ultra gut. Kann man nichts sagen. Yes. Alter, alleine so den Ball aufzufangen, ne? Oh Mann, Junge, wo nimmst du die ganzen Bälle her? Jetzt entspann dich doch mal. Das Kranke ist einfach zu wissen, der hat da maximal 6 bis 8 Bälle am Start, wenn überhaupt. Aber es sieht halt so aus, als wären es so 30. Jetzt hat mich das Ende einfach wieder komplett weggefoolt, ne? Digga, Daniel, was los bei dir? Komm, gucken wir noch ein letztes Video. Oh, auch interessant. Das ist richtig cool. Das gucken wir noch eben zum Abschluss. Wir haben ja jetzt auch 4 Kartenmanipulationen gesehen. Was aber ein wirklich interessanter Bereich ist, ist Jumbo-Kartenmanipulation. Ja, es gibt Jumbo-Karten. Die sind nicht so groß, sondern so groß. Und der Daniel, der manipuliert auch die Dinger. Ich habe mich schon über CDs beschwert und die Viecher sind einfach noch größer. Schaut mal. Alter. Leute, mach mal ein Snap-Change mit Jumbo-Karten. Junge, wie kann man denn so große Karten pamieren? Jetzt mal ohne Flachs. Das geht doch nicht. Das geht doch nicht. Yes. Triforce Perfect Production. Haben wir sogar ein Tutorial zugemacht. Digga. Also dieser Move am Ende, ich weiß nicht, als ich das erste Mal gesehen habe, ich war so komplett weggefoolt einfach. Habe ich damals sogar kommentiert, vor 2 Jahren. Der Pfeil- und Bogen-Move am Ende hat das so perfekt gemacht, haha. Den müssen wir nochmal gucken hier. Alter, Daniel, du hast einfach Skill-Level over 9000, Digga. Ja, Freunde, das waren ein paar Reactions zum Thema Manipulation. Es gibt noch so viel mehr, was man sich da anschauen kann. Es gibt so viele große Namen. Alle Videos, die ich heute geschaut habe, verlinke ich euch natürlich in der Videobeschreibung. Aber ich empfehle euch, wenn ihr Interesse an den Ganzen habt, schaut doch einfach mal selbst, was ihr noch so findet. Es ist wirklich ein riesiger Bereich. Es gibt ultra, ultra viele verschiedene Methoden, Dinge verschwinden zu lassen, herzuzaubern, zu verändern, teleportieren und so weiter. Ich habe großen Respekt vor den Leuten, die sich damit auf die Bühne stellen. Wirklich, das erfordert ultra viel Mut und ultra viel Skill. Deshalb an dieser Stelle von mir ganz, ganz, ganz großen Respekt an all die Manipulateure unter euch. Habt ihr auch Interesse an Manipulationen? Vielleicht bekommen sogar durch dieses Video oder auch länger schon. Ich verlinke euch da oben in der Infokarte nochmal ein weiteres Manipulationsvideo, wo ich euch eine weitere Methode erklärt habe, Karten herzuzaubern. Zum Abschluss bleibt mir nichts anderes übrig, als das letzte Rätsel aufzulösen. Ich habe nämlich ein Filmszenenraten mit euch gemacht. Ich wusste, dass du zurückkehren würdest.
Woher? Weil mein Daddy es mir versprochen hat. Diese Szene stammt natürlich aus dem Film Interstellar. War vielleicht nicht ganz so schlau von mir, auch den Original-Soundtrack drunter zu legen. Hat es ein bisschen zu einfach gemacht vielleicht. Im nächsten Vlog gibt es dann am Ende wieder ein neues Filmraten. Da nehme ich dann andere Musik, versprochen. Als erstes richtig erraten hat das Ganze der User Mr. TrixXL ist der Beste. Cooler Name, ich danke dir. Die Filmszene ist aus Interstellar, wo der Papa zensiert. Das ist ein Spoiler zum Film. Wenn ihr Interstellar noch nicht gesehen habt, schaut euch unbedingt an. Hammermäßiger Film. Ich verlinke ihn euch sogar wirklich als Amazon-Link in der Videobeschreibung, weil, alter Schwede, ich liebe diesen Film. Es ist mein absoluter Lieblingsfilm. Egal. So viel zum heutigen Video. Danke, dass ihr euch das Ganze angeschaut habt. Liebe Freunde, wir sehen uns am Sonntag um 14 Uhr zu einem neuen Kartentrick mit Erklärung. Es wird um eine Kartenpistole gehen. Seid gespannt. Ich wollte ja eigentlich heute eine Folge Fool Me raushauen und das da am Ende der Folge performen, aber ja, ich habe es diese Woche nicht geschafft, mit allen Teilnehmern zu telefonieren, mit denen ich telefonieren wollte. Tut mir von Herzen leid, aber das gibt's dann nächste Woche. Tschüss, liebe Freunde.